Ich bin heute mit Paket und mit Schere bewaffnet, mit einem mega fetten Paket. Und ja, wenn euch interessiert, was es mit diesem Paket auf sich hat und was da drin ist, dann dürft ihr genauso gespannt wie ich sein und dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder mit der lieben Annika von Thrill Junkies. Ich verlinke euch den Blog wie immer in der Infobox. Ganz kurz, das ist ein Bücherblog, aber er ist nicht auf einer Special Website, sondern das ist ein Facebook-Blog. Hat immer super gute Tipps, super gute Empfehlungen. Auch öfters mal so ein Gewinnspiel, finde ich richtig toll. Ich liebe ihren Buchgeschmack und wenn ihr Facebook nutzt, und dann schaut doch unbedingt mal auf ihrem Blog vorbei. Und wir haben mal wieder ein Tauschpaket veranstaltet, denn es ist ja so, die Buchmesse hat ja nicht stattgefunden. Wir waren sehr, sehr traurig, weil wir sehen uns nämlich nur auf der Buchmesse eigentlich. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, machen wir eine Paketbuchmesse und so als kleinen Trost. Und ich meine, was gibt es in Zeiten wie heute? Heute ist übrigens das Ausgangsverbot hier, die Ausgangssperre erteilt worden. Und was gibt es in solchen Zeiten Besseres als Tauschpakete, Buchpost, Buchfreunde, Bücher lesen? Ich meine, es war noch nie so leicht, Leben zu retten, indem man einfach mal auf der Couch bleibt. Und ja, schauen wir mal. Ein Paket hier irgendwie auszupacken ist gar nicht so leicht. Ich hätte mich ja auch schon mal vorbereiten können, indem ich schon mal das Tesa hätte lösen können. Habe ich natürlich nicht, als schlauster Booktuber der Welt. So, jetzt lasse ich mal euch reingucken, bevor ich reingucke. Ja, das macht man ja heutzutage immer so. So schaut das, was ist das? So schaut das Ganze aus. Und, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Annika, du bist der Oberhammer. Du bist der Oberhammer. Also, erstmal, sie hat hier eine Einladung zur Paketbuchmesse gemacht. Also, was ist denn das für eine geile Interpretation? Das ist so krass. Es ist so krass. Ich muss jetzt erstmal ein Foto machen, bevor ich hier weiter auspacke. Das ist der absolute Oberknaller. Ich meine, ich glaube, diese Frau ist einfach verrückt. Das hat schon einen Grund, warum ich sie liebe. Also, erstmal, ich mache hier erstmal die Einladung auf. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Total mit Herz und so. Nimm an der Paketmesse 2020 teil. Völlig virenfrei und mit großer Freude laden wir dich, liebe Christine, zur einzigartigen Paketmesse 2020 ein. Mach dich gern mit dem Messeguide vertraut und dann stelle deinen Messebummel in der vorgegebenen Reihenfolge. Ich hoffe, die Aussteller überzeugen dich mit ihrem Warenangebot und du hast Spaß. Natürlich darfst du alles veröffentlichen. Ich freue mich auf deinen Messebericht. Hab viel Spaß. Also, alter Verwalter, wie krass ist denn das? Ich bin gerade schon überwältigt. Ich will es gar nicht aufmachen, weil es so schön ist. Ich möchte es gerne behalten. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich bin schon mal sehr, 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 sehr begeistert. Und oh, das wollte ich auch schon immer mal basteln und habe es aus Faulheit nie getan. Das ist voll schön. Das kann man gut für Instagram, für Buchfotos verwenden. Und ich finde solche Deko wahnsinnig schön. Das wollte ich schon so oft mal basteln. Und oh, das ist eine Bücherblume. Finde ich richtig, richtig schön. Da kann man sein ganzes Buchregal damit dekorieren. Und ja, man hat ja jetzt Zeit, ne? So, dann habe ich hier einen Messeguide. Dann ein bisschen Herzkonfetti. Oh Mann, du bist so toll. Womit habe ich so viel Liebe verdient? Also manchmal geht es mir ja dann immer, dann bin ich schon fast so ein bisschen enttäuscht über meine eigene Unkreativität. Aber oh mein Gott, es ist so, 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 so schön. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben jetzt hier lauter so Päckchen. Die sind alle nummeriert. Und wir machen das mal so. Ich finde nämlich mich selbst jetzt hier in der Kamera ziemlich uninteressant. Und ich werde jetzt einfach mal nach unten switchen. Wir machen das nämlich jetzt mal so. So ist die Einstellung, denke ich, ganz okay. Seht ihr so alles? Muss ich zoomen? Nee, ich glaube, so ist das echt okay. Weil dann könnt ihr nämlich hier mir folgen. So. Oh mein Gott, ich hoffe, die Kleine, die bleibt jetzt wach, damit ich schläft jetzt weiter. Stand 1. Hier, Schundromane. Super cool.
Man muss zum Hintergrund sagen, Schund ist bei uns Definition von alles, was unter das Genre der Liebesromane fällt. Egal ob Young, New Adult, Dyke Romance, alles, was unter das Genre fällt, ist Schund. Und genau, wir haben uns das Budget von 50 Euro gesetzt. Und ja, hatten, dass das Motto stand. Und ja, was stand noch? Ja, 50 Euro und das Motto halt, ne? Und oh mein Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Vielen lieben Dank. Liebe mich für immer von Katinka Engel. So, so schön. Ich freue mich echt wahnsinnig. Ich habe den Band 1 und den Band 2. Den habe ich jetzt noch ungelesen im Regal. Und ja, ich freue mich sehr jetzt hier auf den dritten Band. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also es ist sowieso jedes Buch ein Treffer und ich freue mich sowieso auf jedes Buch. All dieweil, wir haben ja eine Wunschliste ausgetauscht. Wahnsinn, das ist so Wahnsinn. Dann Stand Nummer 2. Wir haben hier der Goodie-Stand. Den suche ich mal. Wo ist denn der Stand Nummer 2? Ach, da unten ist er runtergerutscht. Stand Nummer 2, Goodies. Es ist... Oh, es fühlt sich schön an. Es fühlt sich an wie ein Lesezeichen. Und nee, Schokolade. Das könnte auch Schokolade sein. Wir gucken mal, was da drin ist. Es ist ein Lesezeichen. Und ich liebe solche Lesezeichen. Und als Weltenbummler, ne? Finde ich das voll toll. Aber da ist ja noch was drin. Ach, kommt, Leute. Was... Ui, wer mich kennt, weiß, ich liebe Katzen. Ich habe keine, aber ich liebe sie. Oh, ist das nicht unglaublich süß? Ich liebe sowas. Viel zu schade zum Benutzen. Und das ist so ein Gummiband. Diese Zeichen, die sind sowieso immer toll. Oh mein Gott, bist du wirklich mit dem Budget hingekommen? Das ist verrückt. Antiquariat-Romane. Okay, also haben wir jetzt ein gebrauchtes. So verrücktes, tolles Superwiesel. Da habe ich mal hier Füllung, 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 Füllung. Was ist das? Das ist ein anderer Stand. Ah, da. So. Dann schauen wir mal. Was da drin sein? Uiuiuiuiuiui, das ist schon ewig auf meiner Wunschliste. Ah, ja, ich lese total gerne Geschichten über Essstörungen. Klingt ein bisschen falsch, ist aber so. Und hier geht es eben um eine Geschichte nach der Magersucht von Jessica Antonis. Hunger nach weniger. Und oh, das ist voll toll. Also es ist sowieso jedes voll toll, das sage ich ja eh immer. Aber da freue ich mich auch echt drüber, weil das steht schon so lange auf der Wunschliste. Dann Band Nummer 4 ist der Kinderbuchstand. Und ich werde jetzt nur für die Kamera... Ich finde es sowieso ganz, ganz, ganz lieb, dass du an meine Kleine gedacht hast. Mal da reinlugen, weil das soll sie nämlich dann selber auspacken. Es ist ein Pixie. Ich möchte euch nur kurz zeigen. Oh, es ist so ein unkaputt Pixie. Meine schönsten Fingerspiele und Mitmach. Lieder. Und das lasse ich sie dann selber auspacken. Weil die soll nämlich auch was davon haben, weil die Amelie liebt Pakete auspacken. Wie wahrscheinlich jedes Kind. Und jetzt sind wir am Herzensstand angelangt. Stand Nummer 5. Fester. Das ist doch bestimmt eine Postkarte. Postkarte. Aber es wackelt. Postkarte und Lesezeichen bestimmt. Sehr fest. Ja, Lesezeichen. Das ist ja der absolute... Und Aufkleber kann man immer gebrauchen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Die habe ich schon, aber das macht überhaupt nichts, weil das ist... Es geht ja auch um die Idee. Genau, das habe ich noch vom letzten Jahr. Ich glaube, den da habe ich nicht mehr. Ich glaube, der klebt nämlich auf meinem E-Book-Reader. Den habe ich nicht mehr. Aufkleber, fester, extrem. Kann man immer gebrauchen. Und ja, das sind diese Zeichen. Ich finde die Idee so mega. Müssen wir nochmal reingucken. So, dann sind wir bei Nummer 6, der Imbiss. Du hast echt an alles gedacht. Du bist echt so die Nudel. Ah, ein Imbiss. Am 6. Stand. Die Idee ist so episch, das muss ich mir echt merken. Ich muss so lachen, weil bis ihr das Video seht, hat es die Annika hoffentlich schon dreimal ausgepackt. Und zwar, sie hat nämlich auch in ihrem Paket einen Effekt drin. Das ist sehr witzig. Vielen lieben Dank. Und das ist ein zuckerfreier Effekt.
Also ich habe ihr keinen zuckerfreien rein. Super lustig. Und, oh, wie süß. Prinzessin Lillifee-Tee. Erdbeer-Himbeer. Den kenne ich noch nicht. Ich trinke so viel Tee, Leute. Und Schokolade. Oh, ich wusste, das gibt es denn so klein? Was es nicht alles gibt. Und als schlauer Mensch hast du keine Mangeries rein. Ich hasse Alkohol in Schokolade. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich mehr hasse als Alkohol in Schokolade. Und ach, ich bin so aufgeregt. Stand Nummer 7. Thriller. Thriller ist dann natürlich immer wichtig. Ich weiß schon wieder jetzt gar nicht mehr, was alles auf meiner Wunschliste stand, obwohl die gar nicht so lang war. So. Und das ist... Yes, 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 yes. Freue ich mich, da kann ich das von meiner Merkliste runter tun. Das andere Mädchen. Ja, ich glaube, der ist gut. Den hat sie auch schon rezensiert. Und ja, da geht es um eine Fotografin, die, glaube ich... Irgendjemand ist vor 28 Jahren verschwunden und der Fotografin sagt man dann eben, dass sie diese Verschwundene wäre. Oh, da freue ich mich. Also bin ich echt richtig... Oh, große Schrift. Kurze Kapitel. Ich glaube, das liest sich schnell. Ich liebe sowas. Ich brauche momentan eh sowas, was man schnell wegliest. Dann sind wir bei 8. Schon wieder 8. Gibt es schon wieder einen Goodie-Stand? Oh, was ist denn das Schönes? Das ist ein Goodie-Stand. Das ist bestimmt ein Notizheft, weil ich doch so Notizheften und Notizheften, feiner Deutsch, Notizhefte so sehr gern mag. Und Aufkleber und. Ja, oh Gott, was hast du getan? Was hast du getan? Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, ich bin so froh, das hätte ich dir auch fast gekauft. Aber ich wollte es mir selber auch schon fast kaufen. Es ist ein Journal und es ist so ein schönes Journal. Das habe ich nämlich gesehen und es hat mir so gefallen. Aber ich bin ja bei mir selber immer so ein bisschen zu geizig. Und es ist dotted. Und es ist richtig, richtig cool. Wie viele Seiten hat das? Es hat auch nicht so viele Seiten, 124. Und ich bin wirklich notizheftsüchtig. Wirklich. Es ist so. Ich habe so eine große Sammlung mittlerweile. Dann ganz viele Leseproben. Das muss auf einer Buchmesse auch immer sein. Da werde ich mich mal in Ruhe damit befassen. Oh, da kann ich, da lese ich auf jeden Fall mal rein. Und eine Karte. Ist echt lustig. Das ist halt lauter so Buchmessenschnickschnack. Oh, da lese ich auch mal rein. Das interessiert mich sehr. Und frisch aufgetaut. Und ein Roman ist mehr als... Also, ich finde da die Karte schon super witzig, ne? Genau. Und David Safir hat mich halt früher immer mega begeistert. Und ja. Ja, Stand 9. Hast du ganz klug gedacht. Das ist so lustig. So lustig. So. Nee. Doch, passt schon. Stand 9. Es ist so aufregend. Sie hat mir das Gold geschenkt. Klopapier. Sehr wichtig zurzeit. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und was haben wir noch? Ich lache ja sowieso. Ich feiere mein Leben wirklich was, Stand 10 ist wieder Antiquariat, Jugendbücher. Ich feiere mein Leben so sehr, was Klopapier betrifft. Ich verstehe es einfach nicht, was mit den Leuten los ist. Und, von Courtney Summers habe ich schon ein Buch gelesen, und zwar das, wo es um den Amoklauf ging. Und hier geht es um eine Vergewaltigungsgeschichte. Und Courtney Summers schreibt echt richtig gut. Und im Drachenmond Verlag ist auch noch... ein Buch von Courtney Summers erschienen und das trifft momentan echt so meinen Lesernerv. Ich meine, ja, wir haben die Wunschlisten ausgetauscht, aber ich brauche momentan wirklich lockere und leichte Lektüre. Und das ist genau das, was ich halt jetzt momentan lesen möchte. Und dann haben wir Pressevorschau. Was ist denn da für Presse? Das sind bestimmt wieder so Romane oder Thriller drin, die ich unbedingt lesen muss. Dann drehe ich durch. Meine Wunschliste wächst momentan eh ins Unermessliche. Es sind abschließende Worte. Oh, ich weine gleich. Oh, das erwartet dich im nächsten Jahr. Oh, ich zeige euch jetzt nicht alles, aber dieses Bild ist so wunderschön, weil, da haben wir uns das erste Mal in Real Life getroffen und, kommen mir gleich die Tränchen.
So, jetzt zeige ich euch aber mal wieder mein Gesicht. Ich bin fertig mit dem Auspacken. Das ist immer viel zu schnell vorbei. Man bereitet sich so lange aufs Einkaufen vor, aufs Verschicken, aufs Shoppen. Und da ist dann auch schon der Ausgang. Danke für deinen Besuch. Da ist noch mehr Schokolade drin. Oh, wenn ich dich nicht hätte. Und, ach ja, ich bin ganz... Man kriegt kaum noch Luft. Und was ist denn da noch drin in diesem Säckchen? Was ist da drin? Oh, ein kleiner Schutzengel. Ups, das sind mal richtig schöne Steinchen. Man kann ja sowas immer, ne? Solche Steinchen, sowas kann man ja immer so gut zum Fotografie... Oh, das schimmert schon so schön. Oh, nein, nein, nein. Okay, ich sammle es dann auf. Und so ein wunderschönes... Ich bin eigentlich kein guter... Beauty-Gurus wüssten jetzt voll, wie man es macht, ne? Genau. Es ist nicht voll schön. Das ist so ein Schutzengelchen. Und ja, genau. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie versüßt ihr euch die momentane Situation, die momentane Ausgangssperre? Habt ihr schon Ausgangssperre? Verratet mir das mal in den Kommentaren. Wahrscheinlich schon, weil momentan ändert sich ja die Situation echt täglich. Und liebe Annika, wenn du das hier siehst und ich weiß, du wirst es sehen, fühl dich ganz doll umarmt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und du bist so zuckrig und es war so ein schönes Paket. Ich bin, wie kommt man auf so eine geniale, geile Idee einfach nur? Ah, vielen lieben Dank. Ich schwitze, mir ist warm, ich bin aufgedreht und ich muss jetzt noch 2 Videos drehen, wenn ich es schaffe. Wenn mich der kleine Wurm lässt, aber die ist gerade im Milchkoma. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst euch gut gehen, bleibt gesund, bleibt vor allem zu Hause. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!